Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum neuen Video. Ihr seht's hier schon liegen, diesmal sogar direkt bedruckt im Karton Home Fun. Ich habe wieder ein Bild personalisieren lassen, beziehungsweise meine Tochter hat sich ein Bild ausgesucht, welches wir personalisieren lassen haben. Das ist heute angekommen und ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. Angekommen ist es nochmal in einer Plastiktüte. Die haben wir abgemacht und zum Vorschein kam wirklich dieser schöne Karton mit dem Home Fun Branding drauf, 5D DIY Diamond Painting. Hier hinten sieht man nochmal, was ich auch immer ganz cool finde, die ganzen Wege, wie man quasi zu Home Fun kommt. Ob das jetzt beispielsweise YouTube, Twitter, Facebook, Google+ oder ähnliches ist. Und hier unten haben wir noch einen Slogan, Join us, Home Fun, make life better. Dann würde ich einfach sagen, schauen wir mal rein, lassen uns überraschen und gucken, wie die Leinwand aussieht, wie die Steine aussehen und genau, gucken einfach mal rein. So, hier schaut uns gleich die Leinwand an. Ich hoffe, wir bekommen sie auch gut hier raus. Aber bisher sieht es gut aus. Dann haben wir hier direkt wieder die Steine. Und das Toolkit. So, Karton darf auf die Seite. Ich würde sagen, wir fangen wie immer mit dem unspektakulärsten an. Ein weißes Mosfa-Schiffchen. Ich mag die total gerne. Dann haben wir ein paar Zip-Tüten mit dabei. Eine, die Metallpinzetten sind nicht das Wahre. Das muss man einfach dazu sagen. Dann haben wir ein doppeltes Blättchen Wachs, einen einfachen rosa Stift mit Dreieraufsetzer und Einfachaufsetzer. Also perfekt. Also da kann man auch wirklich als Anfänger direkt damit starten. Sieht sehr, sehr gut aus und auch gerade mit den Zip-Tüten eigentlich wirklich wunderbar. So, dann haben wir, also das einzige Manko, was ich finde bei Home Fun, sind wirklich diese 200er Bags. Wir haben immer ein riesiges Paket an Steinen. Es sind Harzsteine. Sie sehen echt wahnsinnig gut aus. Von der Qualität her bin ich wirklich noch nie enttäuscht gewesen. Sie liegen wirklich 1A nebeneinander. Es gibt keine Lücken. Ja, was will man mehr? Außer wirklich diese 200er Bags. Aber da muss in dem Fall nicht ich durch, sondern die Kleine. Aber sie wusste es vorher. So. Dann haben wir immer eine Papierlegende in A4-Form dabei. Wir haben in dem Fall quadratische Steine und haben 45 Farben. Genau. Wir haben hier die Buchstaben, wir haben die DMC-Nummer, wie viele Päckchen quasi dabei sein sollen und die Anzahl der Steine haben wir hier hinten auch nochmal mit aufgeführt. Also wirklich alles mit dabei und haben dann hier das Vorschaubild auch immer. Ich finde, es ist so ein bisschen, also sie drucken es immer relativ dunkel, muss ich sagen. Aber es handelt sich nur ums Vorschaubild und genau, vom Painting her selbst ist es wirklich so bearbeitet gewesen, immer wie ich es wirklich eingeschickt habe. Und von daher darf das Vorschaubild auch gerne ein bisschen dunkler sein. Das kommt nur ins Journal rein. Danach brauche ich es nicht mehr. Wir haben die Größe von 50 x 70. Und jetzt würde ich sagen, widmen wir uns doch direkt der Leinwand.
Weil da sitzt ein ganz neugieriger und mittlerweile nervöser und zitternder kleiner Mensch und möchte unbedingt die Leinwand sehen. Hier ist direkt beim Rausziehen ein kleines Gummiband abgegangen. Das macht aber überhaupt nichts. Wir haben die Leinwand aufgewickelt. Moment. Genau, so könnt ihr das, glaube ich, ganz gut sehen. Auf eine Schaumstoffrolle. Und das ist alles nochmal gesichert bzw. befestigt mit diesen Gummibändchen. Wir haben hier wirklich drei Stück. Genau, nee, Entschuldigung, zwei Stück dran. Die dürfen auch auf die Seite. Genauso wie erstmal die Steine. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns doch das Schmuckstück an. Erst darf die Schaumstoffrolle raus. Und dann breiten wir mal ganz vorsichtig die Leinwand aus. Wir haben, wie wir schon an dieser undurchsichtigen Folie sehen, haben wir bei den Homefun-Bestellungen doppelseitiges Klebeband. Ich mag es sehr gerne. Ich bin gespannt, wie die Kleine damit arbeitet. Bisher hat sie ein Bild mit doppelseitiger Klebefolie gemacht. Das war auch tatsächlich das erste, welches sie mit eckigen Steinen gepaintet hat. Deswegen bin ich da guter Dinge, dass sie das auch gut hinbekommt. Ich denke, am Anfang wird sie noch ein bisschen Hilfe brauchen, gerade beim Folie einschneiden. Und ich denke auch, dass wir da noch ein zweites Lightpad besorgen werden. Aber ich denke, sie soll sich das erstmal in Ruhe anschauen und schauen, wie sie damit zurechtkommt. Und alles andere kommt dann nach und nach. Genau. So, Leinwand liegt soweit ganz gut. Ihr habt jetzt gesehen, es hat gar nicht viel gebraucht. Ich habe sie einmal, habe hier einmal so ein bisschen drüber gestrichen und dann ist es soweit auch, ich würde sagen, zu 90% glatt. Alles Weitere glättet sich gleich, wenn ich euch die Leinwand zeige, weil wenn wir einmal diese Schutzfolie so ein bisschen abmachen und dann wieder glatt drauf streichen, dann legt sie sich gleich nochmal deutlich glatter. Genau. So, ich würde sagen, ich befreie einmal die Leinwand von der Folie. Vorsichtig, sodass wir uns keine Luftblasen ziehen. Und dann zeige ich euch nochmal den Druck. Gucken wir uns alles genauer an. Und ja. Die Folie an sich ist zweigeteilt, nicht ganz mittig, glaube ich. Ich hoffe, ich habe keinen Knick in der Optik. Nee, das Stück hier ist deutlich schmaler. Aber ich so generell, dass die geteilt ist, finde ich gar nicht schlecht. Guck mal, du kannst mir ein bisschen helfen. Achtung, genau, ganz vorsichtig. Genau, so lassen. Lass gerade los. Sehr schön. Achtung, ich heb's dir wieder ab und ich heb's hier fest und dann kannst du es wieder gerade abziehen. Genau, kannst ruhig ziehen, ich heb's hier fest. Ja, der Kleber riecht ein bisschen, das stimmt. Genau, auch gerade wieder so. So, Folie ist weitestgehend ab. Ich lasse die hier oben, hier im oberen Bereich, immer gerne. Vielleicht so ein Stück ist sie jetzt noch drauf, würde ich sagen.
Einfach, dass wir einen geraden Anhaltspunkt haben, um sie dann wieder glatt zu ziehen, um dann, dass dann quasi einfach gewährleistet ist, dass wir uns hier, dass wir es nicht einfach total krumm draufstecken, also drauflegen wieder und mir dadurch einfach keine Probleme kriegen. Was ich jetzt sehe, sieht sehr, sehr gut aus. Wir haben hier keinerlei Luftblasen drin. Das, was man hier jetzt in der Kamera beispielsweise sieht, jetzt zum Beispiel hier, das ist hier vom Licht. Wir haben es jetzt mittlerweile, ich glaube, fast 9 Uhr. Das heißt, wir müssen mit verschiedenen Lichtquellen arbeiten. Aber das sind keine Knicke, das sind keine Luftblasen. Sieht wirklich alles sehr, sehr gut aus. Auch vom Druck bin ich wirklich, ja, doch, bin ich wirklich begeistert. Sieht sehr, sehr schön aus. Das heißt, ich hole euch einmal runter vom Stativ. Und dann gucken wir uns das Ganze ein bisschen genauer an. So, wir haben jetzt hier wirklich mal einen Bereich, wo wir ein bisschen auch an Farbe hier sehen am Rand. Ich meine, ihr könnt es, na, durchs Licht ist es ein bisschen schwierig. Na, vielleicht. Ah, doch, ja, genau. So wird es besser. Sieht wirklich toll aus. Also Druck ist gestochen scharf. Wenn ich jetzt so wirklich so nah an der Leinwand bin, also der Kleber riecht wirklich dieses Mal sehr stark. Aber wir werden das Bild noch ein, zwei Tage hier draußen liegen lassen. Natürlich wieder abgedeckt, sodass nichts draufkommt. Weil aktuell ist sie mit ihrem Bild auch noch nicht fertig. Das heißt, es braucht eh noch ein paar Tage. Und bis dahin darf es ein bisschen vor sich hin stinken, ein bisschen ausräuchern und dementsprechend wird es dann beim Painten wahrscheinlich auch nicht mehr riechen. Aber das ist bei doppelseitiger Klebefolie ist das häufiger das Problem. Genau. Aber das verfliegt eigentlich relativ schnell. So, ich habe jetzt mal versucht, ein bisschen an Licht wegzunehmen, sodass man ein bisschen weniger Spiegelung sieht. Es hat nur so semi-gut funktioniert, wie ich gerade sehe. Aber vielleicht erkennt man dann doch, was es dann mal werden soll. Wie gesagt, wir haben die Größe von 50 mal 70, haben eckige Steine. Ich glaube, 45 Farben waren es. Ja, okay. Ja, Kopf ist doch nicht so ganz ein Sieb, ein bisschen was ist hängen geblieben. Und genau, diesmal darf ich es nicht painten. Bin ja auch ein bisschen neidisch, wenn ich das jetzt hier so sehe. Vor allem, weil ich wirklich weiß, wie es aussieht, wie es von den Farben her rauskommen soll. Und es muss wirklich bombastisch sein. Also, sie freut sich auch unheimlich, was ich völlig nachvollziehen kann. Und genau. Also, das wird das nächste Projekt, sobald das andere abgeschlossen ist. Ich denke, da wird die nächsten Tage einiges passieren, weil sie sich wirklich so darauf freut. Wie immer zeige ich euch zum Schluss alles nochmal auf einen Blick. Wir haben die Folie wieder drauf bekommen, haben auch wirklich alles glatt gestrichen. Das heißt, die Leinwand liegt jetzt gerade wie eine Eins. Ja, ich finde, der Karton hat es definitiv auch nochmal verdient, hier ins Bild zu kommen mit den Steinchen, dem Toolkit und der Legende. Liegt quasi jetzt alles hier, was dabei war. Ich bin wie immer total begeistert, freue mich und bin auch schon wirklich ein bisschen neidisch. Ich denke, sie wird jetzt ordentlich Gas geben, wird ihr Bild noch fertig machen, schnell und genau, freut sich dann schon auf den Start hier. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag, Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und vergesst natürlich wie immer nicht, das Köpfchen zu heben, das Krönchen zu richten und macht euch die Welt ein bisschen bunter.